I'm innocent. Ich bin sicher, es wird sich alles während des Prozesses klären. Wie geht es Ihnen? Alles okay? Ich habe davon eine Vergangenheit als Fachmann für Uhrenreparaturen gehört. Das haben wir schon alles hinter uns. Aber wir sagen es doch. You were a wild. Yep. The best thimbleweed had ever seen. Society's elites would come from all over the county to get their fiddle plucked or their cogs cranked by old Willie. Okay. How are you holding up? Feeling okay? How am I feeling? How am I feeling? I'm mad as hell, that's how I'm feeling. You agents locked me away when I did nothing wrong. Ja, ich glaube auch, dass hier der Sheriff / Pathologe / Hotelmanager etwas mehr dahinter steckt, aber okay. Justice will prevail, Willie. You people make me sick. The only justice I'll ever see is when you agents get what you deserve for putting away an innocent man. If I ever get out, I'll make sure you get what's coming to you. And give him a real reason to lock me up. Okay. Ich bin mir übrigens sicher, dass sich alles während des Prozesses klären wird. Und übrigens, Willie, Drohungen helfen niemandem. Come on, Willie. Threats won't help. Yeah, well, threatening an agent is the only crime I've actually committed. Just leave me alone. I'm sick of your face. Danke. I'm sure this will all resolve itself at trial. But I didn't do it, I swear! The only man I ever wanted to kill is Chuck Edmund. He's already dead. I wouldn't say that to a jury, Willie. The evidence is already fairly incriminating. Ja, wenn du es nicht warst, warum hast du dann gestanden? If you didn't do it, why did you confess? I was scared and confused. When you pulled that good cop, bad cop stuff on me, I'd have said anything to make it stop. I'm just a humble watch and violin repairman to the stars. I'm not used to your big city torture techniques. Ich meine, der Rest schon ist doch fehlerlos, oder? Bis auf denjenigen, der ihn programmiert hat. Die einen programmierten Fehler, die sind natürlich da. I mean, the Arrestron is infallible though, right? That hunk of junk is in cahoots with whoever set me up. You ask anyone, and they'll tell you, old Willie wouldn't hurt a fly. I don't know what to say, Willie. I'm sorry there isn't more I can do when the evidence is this airtight. Bis später. So long, Willie. Now get me out of here or get bent. Wir kriegen das schon. Aber wir haben jetzt eine reparierte Taschenuhr. Vielen, vielen Dank, Willie. It's my father's old pocket watch. Good as new. Okay, was sind die? Kann man die eigentlich öffnen? Better not. I might break it again. Okay, ich habe gedacht, dass da vielleicht der Schlüssel drin versteckt sein könnte für das Tor der Kissenfabrik. Aber vielleicht ist sie ja der Schlüssel. Oh, jetzt pass mal auf. Wir probieren das einfach mal aus. Ich meine, was kann schon schief gehen? Wahrscheinlich nicht. It's a padlock and chain keeping the gate closed. It doesn't work in that. Okay, das war ein Versuch wert, aber leider nicht. Okay, gut. Was wäre denn, wenn die Uhr als Kompass funktioniert? Und wir wissen, wo wir hin müssen hier im Waldweg. Wer weiß? Ich sehe schon, kommt, dass wir irgendwann sterben. It's my father's old pocket watch. Good as new. I can't pull that. I can't push that. Better not. That doesn't seem too close. Okay. It's a bush with red berries on it. Das wird auch nie funktionieren. Wir können es gerne versuchen, aber... Ouch! Oh. Ouch! Ouch! The thorns on that bush are razor sharp. Okay, wohl nicht. It's a puddle full of muddy water. I can't reach that. Okay, gut. Was können wir noch machen? Funkturm-Radiosender. Wir gehen erstmal nochmal zurück zum Hotel. Denn hier haben wir ja immer noch die Film bekommen. Wir schauen mal ins Notizbuch. Okay, gut, da sind ja nicht so viele krasse Tasks übrig.
I need to get into the factory to steal. I mean, find the secret to the AI. Aha, aha, okay. Wir haben immer noch ein Thimblecon-Ticket, wir haben unser Fingerabdruckset. Wir können nicht. Nein. Wir können Dolores nicht das Fingerabdruckset geben, aber wir können nochmal zurückgehen und vielleicht das Scheckbuch jetzt mitnehmen, um damit vielleicht den Anwalt zu überzeugen. Jo, dir sind deine 15.000 gezahlt worden. Quatsch, hier lang. Ich wollte gerade sagen, ich vermisse Duck etwas. It's Uncle Chuck's check register. I'm not going to carry this big checkbook around. Okay, aber wir können doch bestimmt. It's a stub from a check that Uncle Chuck wrote. Das Buch öffnen, das habe ich auch nicht dran gedacht. Das sind die offensichtlichsten Dinge, die viel zu einfach sind. It's the stub of a check that was made out to an attorney, Brant Balowick. Payment in full for will and reading. Na also, da haben wir's doch. It's the stub of a check that was made out to an. Okay. Dieser Gärtner, der ist mir langsam aber sicher ziemlich unheimlich. So. Damit können wir jetzt wieder zurück ins Hotel gehen. Und damit könnten wir eigentlich schon Brent überzeugen. Mensch, du hast doch das Geld gekriegt. Lies doch mal das Testament vor. Das ist ja auch hier so, ne, unser Punkt auf der Liste. Schauen wir doch mal. What good is a check stub? It doesn't prove anything. I'd need the actual canceled check as proof. It's the stub of a check that was made out to an attorney, Brant Balowick. Payment in full for will and reading. Okay, das heißt, wo kriegen wir den Rest des Schecks her? Wo? Stadthalle nicht. Wenn er aus der Bank, aber die ist ja zu. Nicht mehr. Nicht mehr. It's a promotional bank flyer. Open an account today and get a free toaster. Okay, gut. Also wir sind in der Bank angekommen. Hello, Safely First Savings. Your money is in our hands. It's a small wooden animal figurine. These obscene phone calls are getting annoying. Excuse me, Miss Edmund. What are you doing? I just wanted to take a look at your paperweight. That paperweight means a lot to me. It was a special gift from... Well, it was a special gift. Feel free to look at it without touching. Okay. Hello, Safely First Savings. Your money is... It looks like the old key to the factory. But I can't be sure in this light. Da hängt der Fabrikschlüssel. Need to keep them on long enough to trace the call. Okay, wir müssen erstmal Mr. L. Pauli. How can I help, Miss Edmund? Naja, darf ich mir den Schlüssel zur Fabrik ausleihen? Habe ich immer noch ein Konto? Wie läuft es so in der Bank? Auf Wiedersehen, Mr. L. Paulo. Naja, natürlich fragen wir natürlich zuerst nach dem Fabrikschlüssel, aber wir kriegen sicherlich eine Absage. Can I borrow the key to the factory? I'm sorry, Miss Edmund. I can't release the key, not even to Mr. Edmund's family. That's too bad, Mr. Apollo. Okay, wie wär's denn, können Sie mir mit diesem Abschnitt von einem Scheck helfen? Can you help me with this check stub? Oh yes, this handwriting brings back a flood of memories. Too bad about Mr. Edmund. He was such a wonderful man. Excuse me. I'm sorry. How can I help you? I need a copy of the check that goes with this stub. Yes, I believe I kept all of Mr. Edmund's canceled checks right here. Here it is. Thank you. Vielen, vielen Dank. Hello, Safely First. It's a copy of the check that Chuck wrote to his attorney, Brant Balowick. There's a note at the bottom. Paid in full. All things pertaining to the last will and testament of Chuck Edmund, including reading the will. Okay. How can I help, Miss Edmund? Mr. El Polo, habe ich denn immer noch ein Konto bei Ihnen? Do I still have a checking account here? I've been cashing my checks at the convenience store, because I was pretty sure my uncle had control of my accounts. Your uncle did close all accounts associated with your name. I see.
Ja, kann ich dann nochmal eins aufmachen? Ich meine, ich will einen Toaster haben. Wie viel Kredit kann ich wohl als Spieleentwickler bekommen? What kind of credit can a game developer get? That's a good one. Oh, you aren't kidding. Well, you could get one of our basic federal beige credit cards with a $100 limit and an APR of 1,232%. No way, Jose. I think I'll pass. Okay, gut. Wie läuft es denn sonst so in der Bank? How are things at the bank? Very well. Thank you for asking, Miss Edmund. I thought maybe with all those businesses closing, the bank might be struggling a little? Oh, not at all. Your uncle had more than enough for us to weather the town's economic downturn. Mir war gar nicht klar, dass Onkel Chuck derart gut verdiente. I wasn't aware Uncle Chuck was doing so well. I mean, the pillow factory was closed for years. True, but in his final years, your uncle began liquidating several valuable assets. It was more than enough to keep him afloat. Huh. Und welche Anlagen hat mein Onkel denn so aufgelöst? Etwa unser Konto? What assets did my uncle liquidate? I couldn't possibly say, Miss Edmund. Bank client confidentiality and all. Maybe you'll find out more about it at the will reading. Maybe. Ja, die darf ja jetzt hoffentlich stattfinden. Darf ich denn noch auf das Schließfach der Familie zugreifen? Can I still access the family safe deposit box? I'm afraid not. Your uncle had your access revoked shortly after you left town. I guess you can't tell me if my dad made any withdrawals or deposits in the last couple of weeks either? No, that would be a breach of our client's confidentiality. Fair enough. Ja, wohl wahr. Auf Wiedersehen und vielen Dank für die Auskunft. Goodbye, Mr. El Palo. Come back soon, Miss Edmund. Okay, mit dem eingelösten Scheck gehen wir jetzt schnurstracks wieder zurück zur ThimbleCon. So, hallo die Agents. I can't reach that. The door to Thim. Ja, geht mal bitte rein. Da, schau mal hier. The check that Chuck wrote to his attorney, Brant Bailiff. I have a canceled check for you. It clearly says that you were paid by Uncle Chuck to read the will. That it does. My apologies. I'll go to the mansion right away. Wow, das habe ich jetzt nicht erwartet. Okay, nice. Dann gehen wir doch direkt mal zur Testamentseröffnung. Krass, ich dachte, er sträubt sich jetzt weiter. Das war glücklicherweise schon alles gut. Dann gehen wir. I see we are all here now. Excellent. Here. Before we can proceed with the reading of the will, Chuck Edmund has three stipulations. 1. Thimbleberry pie must be served to all present. 2. The reading of the will must take place in Chuck's opulent tomb. 3. Crack the encryption on this will. Let me see that. Oh, it's all ones and zeros. Dolores, you figure it out. It is all ones and zeros. Clearly, it's in binary. Uncle Chuck was being clever. Maybe too clever. Okay, wir dürfen dekodieren. Entschlüssele Chucks Testament. Und besorge einen Thimbleberry-Kuchen. Dazu brauchen wir Thimbleberries. Und die kriegen wir im Wald. Irgendwie. Hoffentlich. Okay. Betrachte Testament. Oh Gott. Woohoo. Will. Okay. This is all in binary. Should be easy to write a program to convert it to ASCII, so I can read the will. Gut, dann auf an unseren Computer, würde ich behaupten. Einmal hier die Treppe hoch, in die Halle gehen, in unsere Tür und den Computer benutzen. Mit. So, okay. This isn't working. I'm going to need a pretty powerful programming language to decrypt this will. It's my handy ASCII chart. Never. I'll need more than a chart to decode this. Like maybe a powerful Commodore 64. Wo kriegen wir jetzt einen besseren PC her? I can't reach that. Just down. Jetzt mal ganz ehrlich, wo kriegen wir einen besseren PC her? This is Uncle Chuck's Indextron. I don't need to find any books now. Wo kriegen wir jetzt einen besseren PC her? Ich bin überfragt. Ich bin wirklich überfragt. Keine Ahnung.
Vielleicht im Hotel. Wahrscheinlich nicht, aber vielleicht schon.